ich auch manchmal bescheuert reagiert. Ich wusste doch, dass sie nichts dafür konnte. Da wundert man sich heute noch, wie man so unvernünftig handeln konnte damals. Also, das ist mir ein Rätsel über mich selber. Bin laut geworden. Wenn sie sich nicht auf die Toilette setzen wollte, habe ich sie richtig runtergedrückt. Ja, so. Man hätte auf die liebevolle Weise viel mehr erreicht. Das habe ich ja hinterher erst gesehen. Als ich mich dann umgestellt hatte, als ich begriffen hatte, sozusagen, wie man so schön sagt, verinnerlicht hat, was ihre Krankheit bewirkt und was sie nicht bewirkt. Wie habe ich vom Altar geschworen? In guten wie in schlechten Zeiten. Und der Spruch kam immer öfter mal in den Kopf. Und das habe ich vorhin auch schon gesagt, er hätte das Gleiche für mich auch getan. Zwar immer noch miteinander, aber nicht so innig, wie das normalerweise war. Die Liebe war immer dabei. Er hat mich richtig heftig geliebt und hat auch da noch immer alles für mich getan. Ich wusste ja damit umzugehen. Ich wusste, es ist nicht anders. Wenn er auch geschlabbert hat, oder? Das war mir in dem Moment ganz egal. Ich konnte nichts ändern daran. Ich musste das annehmen und nehmen, wie es war. Frühstück alleine finde ich schon doof. Ne? Finde ich doof. Beim Frühstück unterhält man sich. Ja, was noch? Ja, unsere gemeinsamen Sachen. Klar, das ist ja alles weg. Das ist ja alles weg. Also, ich sag das jetzt einfach mit dem Wort Zweisamkeit. Unsere Zweisamkeit ist einfach nicht mehr da. Und das finde ich sehr, sehr schade. Sehr. Also, das vermisse ich total. Hilft ja nichts. Ja, das vermisse ich. Ja, gut. Mehr sage ich nicht dazu. Was soll da? Soll ich mich da reinsteigern? Ist weg. Ich bereite mich eigentlich seit mindestens 2 Jahren oder noch länger eigentlich auf den Tod vor. Ich mache ja nichts anderes im Grunde.